Über 1 Million Impfungen am Tag haben wir jetzt erreicht. Und in diesem Tempo wird es in den nächsten Wochen mindestens weitergehen. Alle Erwachsenen, die geimpft werden wollen, werden bis spätestens Juli, gerne auch vorher, die Gelegenheit dazu erhalten. Wir nähern uns also der Normalität. Und deswegen hat der Bundestag nach den Einschränkungen jetzt auch Schritte zur Lockerung auf den Weg gebracht. Gerne kann es noch schneller gehen, aber wir müssen diszipliniert bleiben. Auch wer geimpft ist, kann sich weiter infizieren. Der volle Schutz ist erst erreicht nach der Zweitimpfung und 14 Tage danach. Deswegen gelten weiterhin die allgemeinen Regeln: Abstand, Hygiene, Atemmaske. Wer sich daran hält und geimpft oder getestet ist, der soll auch zur Normalität zurückkehren können. Das sollte das Konzept für die nächsten Wochen sein.